Was gibt es Schöneres als schwerelos, quasi wie von selbst über die Donau zu gleiten? Laura, wann ist denn die schönste Zeit eigentlich hier zum Rudern? Im Herbst ist das Wasser schon am niedrigsten. Das Wasser ist meistens glatt, heute gerade nicht. Und welche Tageszeit? Der frühe Morgen? Ja, frühe Morgen ist natürlich sehr schön. Aber auch am Abend, wenn die Sonne dann untergeht, hat man auch eine schöne Stimmung. Mittag ja nicht, das ist eher zu heiß. Aber jetzt geht's eigentlich, oder? Aber jetzt geht's gerade. Also jetzt am Nachmittag ist recht schön. Für mich geht's. Ja, du darfst auch schön sitzen. Na dann, die Damen, wollen wir runter? Jawohl, ja. Hü-hopp. Nee, was sagt ihr? Ich habe auf dem Frauenachter des Steiner Ruderclubs in Krems angeheuert. Eine Institution in der Wachau und einer der traditionsreichsten Rudervereine in ganz Österreich. 140 Jahre alt ist er. Und viele der Mitglieder sind auch schon in zweiter oder dritter Generation in dem Club. In den Reihen finden sich zahlreiche Titelträger und natürlich auch Titelträgerinnen. Sogar Olympiasieger gab es schon. Das ist allerdings einige Zeit her. 1936 war das, im Einer. Wenn nicht gerade ein Frachter für Wellen sorgt, können die Damen hier ungestört ihre Bahnen ziehen. Barbara, das ist ein gebrauchter Achter, den ihr habt. Der ist sogar aus der DDR. Echt? Ja, und ist ein ganz tolles Boot. Es war nicht alles schlecht. Absolut nicht. Ist das eigentlich hier jetzt eure Wettkampfformation? Ich meine, ihr seid alle zwischen 15 und 25? Ungefähr. Ja. Es ist relativ schwierig, einen Frauenachter zusammen zu bekommen. Und das ist das Beste, was wir zu bieten haben. Und ich glaube, das ist ganz gut, ja. Wo liegt die Schwierigkeit? Gibt es so wenig Frauen, die rudern? Frauen werden im Rudersport hier nicht so gefördert. In der DDR war das anders, wo dieses Boot herstand. Wenn ihr ins Boot steigt, ist das vor allen Dingen sportlicher Ehrgeiz, der euch dann packt? Oder geht es darum, ein bisschen Freude an der Bewegung zu haben? Jeder hat ein bisschen andere Bedürfnisse. Es gibt auch Ausfahrten, wo wir sehr viel reden. Aber es gibt auch Ausfahrten, wo wir sehr hart arbeiten. Und manchmal ist es einfach auch nur zum Genießen der Landschaft. Wenn im Herbst das Weinlaub die Farben wechselt, ist es einfach unglaublich schön. Es gibt also Fahrten, das ist dann der reine Schnatterachter? Ja, gibt es auch mit Männern. Welche Herausforderung stellt eigentlich die Donau an euch? Die Donau ist ein unglaublich gefährlicher Fluss. Das sagst du mir jetzt. Ja. Sonst wärst du ja nicht eingestiegen. Es ist ein unerbittliches Gewässer, weil die verschiedenen Strömungen unberechenbar sind, weil die Donau sehr schnell steigen kann. Es gibt immer wieder Überflutungen. Das heißt, man muss höllisch aufpassen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bietet es wahnsinnige Landschaften und Abwechslung. Mhm. Barbara, du bist ja ganz bewusst hierher gezogen nach Krems. Das war den Ort sehen und verlieben. Was geht dir durch den Kopf, wenn das hier ist? Dieser Ort hat eine magische Anziehungskraft. Das ist ein Gefühl von dem Gott näher sein und auch gleichzeitig als Mensch ganz klein zu sein und einfach bezaubert zu sein von dieser Umgebung und auch von den Menschen und der Kulturlandschaft, von dieser wahnsinnig langen Geschichte. Laura, übertreibt sie jetzt ein bisschen? Nein. Also Barbara übertreibt schon nicht. Wenn ihr wieder im Hafen seid, oder wie man das nennt, bei Ruderern, gibt es dann auch erst ein Fläschchen Wein? Wir sagen immer, nach einer Regatta, jetzt weiß ich, warum ich mich so angestrengt habe, für das schöne Bier oder die schöne Flasche Wein, ja? Absolut. Na dann strengt euch an, damit ich den Wein kriege. Der Steiner Ruderclub nennt übrigens auch eines der schönsten Bootshäuser Österreichs sein eigen. Ein Schmuckstück. Aber Schmuckstücke gibt es hier ja so einige. Gut gemacht. Oh,
Oh, das Sitzen ist das Schlimmste. Ja.